Hallo, ich grüße euch. Heute mal wieder eine Folge Retro Panda quält sich. Und ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel gesehen. Es geht um The Great Search for Waldo. Ja, es ist denn nur in den USA erschienen. Ich habe mir dieses Spiel aus einem besonderen Grund rausgesucht. Und zwar, ich benutze ja immer ganz gerne diese Seite Game FAQs. Und dann kann man immer so schön nach User-Bewertungen filtern. Und ich dachte mir, okay, so schlechte Standardplattformer oder Filmumsetzungen kennen wir viele. Ja, die sind meistens nicht ganz so gut umgesetzt, die Steuerung ist komisch, Leveldesign, keine Ahnung. Also da krankt es meistens an sehr vielen Sachen. Aber was kann man an einem Puzzlespiel großartig falsch machen? Und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal das schlechteste Puzzlespiel für das Super Nintendo rausgesucht. Und herausgekommen ist Waldo. Ja, Waldo ist so eine Figur aus Suchbüchern, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass die hier sehr populär sind. Also ich kenne sie eigentlich hauptsächlich aus irgendwelchen amerikanischen Comedy-Serien oder irgendwie sowas, wo das schon mal auftaucht. Das ist dieser Typ mit dem roten gestreiften Pulli und der Mütze auf. Und deswegen habe ich heute auch mal meine Panda-Mütze auf, die ich von dem guten Weidemann geschenkt bekommen habe. An dieser Stelle vielen Dank nochmal dafür. Dachte ich, passend thematisch, Mütze und Mütze, das passt. Aber wollen wir auf jeden Fall mal reinschauen, würde ich sagen. Große Vorräte. Was kann man an einem Puzzlespiel falsch machen? Okay, gut, das ist ja so ein Suchspiel. Also würde ich sagen, muss man den Waldo wahrscheinlich suchen, ne? Also, würde zumindest Sinn machen. Kann das irgendwie umstellen? Nee. Aber coole Realsprecheinsätze drin. Ich mache einfach mal normal, weil ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Okay, wir haben hier eine Lupe. Okay, ich kann nicht nach oben und ich kann nicht nach unten. Ja, den müssen wir jetzt hier wahrscheinlich Waldo suchen, ne? Ah, okay. Und Punkte kann man anscheinend auch einsammeln. Okay, gut. Ja, dann gucken wir mal. Die Spannung, die bringt mich jetzt schon um, muss ich sagen. Ach, da ist er doch. Ja, da ist er. War also eigentlich gar nicht so schwer, muss ich sagen. Also User-Bewertungen hat's, Game FAQs hat ja immer so ein System 1 bis 5 Sterne. Beziehungsweise 0 bis 5 Sterne, hat das eine Durchschnittsbewertung von 1, also von den Usern. Also schon mal nicht so geil. Hier ist so ein Hund, der sieht so aus, muss man den auch? Ah, oh. Was ist das denn jetzt? Okay, wir fliegen mit dem Hund auf einen Teppich und müssen Knochen einsammeln. Ist jetzt auch nicht das Schwerste, muss ich sagen. Man steuert halt nach oben, nach unten. Ist jetzt nicht so anspruchsvoll, würde ich mal sagen, ne? Ja, das war's. Achso, das war nicht so die Bonus-Stage quasi. Hä? Wie, ich hab nicht gewonnen. Ich hab doch die beiden gefunden und ich hab den Hund eingesammelt. Hä? Was? Das war Game Over? Also ich stelle hier gerade das Menü jetzt mal um. Also ich kann normal Waldo und Expert einstellen. Mal gucken, was Waldo ist. Schauen wir einfach mal. Der ist überall. Ach, jetzt muss ich den suchen. Ach, das ist wahrscheinlich so der Super-Hard-Mode. Ich schätze mal, der suchen, der nur die Socke anhat. Der hier doch. Dann schauen wir mal, wer hier nur mit Socken unterwegs ist. Ja, aber gut, vom Spielprinzip her, ich sag mal, echt nicht so spannend, ne? Ich meine, gut, okay, was will man aus dem Konzept machen? Aber selbst da hätte man wahrscheinlich auch irgendwas Schöneres bringen können. Vor allem, man kann ja noch nicht mal nach oben oder nach unten scrollen. Also das heißt, dass da ist nicht groß irgendwie eine Herausforderung. Und die Musik geht mir ehrlich gesagt jetzt schon auf den Keks. Ich weiß nicht, wieso. Ach, jetzt muss ich ja mit normalen Schuhen. Ja, warte.
Ach, mit den Socken in den Schuh jetzt. Also das ist wirklich der Nervmodus, oder? Okay, Zeit läuft da glaube ich auch gleich ab. Ich denke mal, unten links wird die Zeitanzeige sein. Socken in Schuh. Boah, ne? Keine Ahnung. Echt nicht. Magische Panda-Mütze, hilfst du mir vielleicht? ja. Ja, ich glaube, wenn ich zu viel den Buzzer betätige, da wird mir Zeit abgezogen. Okay, ich versuche jetzt noch einmal normal. Ach, da gibt es auch verschiedene Level, die kann man vorher aussuchen. Okay, nehmen wir hier mal den dicken... keine Ahnung, was das sein soll. Okay, wo ist Waldo? Ich beeile mich jetzt mal. Da ist er. Nehmen wir hier noch die Punkte mal mit. Dann muss ich wahrscheinlich vielleicht wieder seinen Hund suchen, nehme ich mal fast an. Also anscheinend scheint es wichtig zu sein, auch die Punkte mitzunehmen. So, und da ist der Köter. Das ist ja das gleiche Bonuslevel. Das hätten sie wenigstens thematisch irgendwie anpassen können. Also ich kann wirklich an Knöpfen, macht das hier gar nichts. Ich kann nur die Knochen einsammeln. Aber die Musik ist echt grottig. Schießen oder sowas kann man nicht. Hätte mich auch gewundert. Und haben wir es jetzt geschafft? Ah, komm, 5050 Punkte. Achso, jetzt muss ich weitermachen? Hä? Aber ich habe doch alles gefunden. Oder ist er noch hier irgendwo? Aber auch die Grafik ist jetzt nicht so der Bringer, oder? Also, wenn man jetzt ein bisschen weniger Farbe nehmen würde. Ach, da ist mehr Zeit anscheinend, oder? Ja. Wenn man ein bisschen weniger Farben nehmen würde, dann hätte das auch irgendwie ein C64-Spiel sein können oder irgendwie sowas, glaube ich. Ist doch keiner. Hier ist noch ein Zeitdings. Ist auf jeden Fall sehr surreal. Seht ihr hier irgendwo Waldo? Oh Gott, ey. Das ist echt mies. Da ist nochmal Zeit. Mich würde mal interessieren, ob man das auch mit der Maus spielen kann. Oder musste ich jetzt nur hier die 4 Uhren einsammeln? Nee. Wenn man hier wenigstens so das Bild hier so ein bisschen triggern könnte, ne? Hier bei mit der Steinschleuder, wenn man draufklickt, dass er die losschießt, denn oder irgendwie sowas. Ich kann echt nicht nach oben oder unten, ne? Da hier ist doch kein Waldo mehr. Was ist das? Kann man das einsammeln? Ach, diese Schriftrolle muss ich auch noch finden. Ach so. Ah, ja. Danke, du hast gewonnen. Ey, da hätten sich Wiese irgendwie die Mühe machen können, irgendwie so eine Art Story-Modus machen können, wo Waldo von Szenerie zu Szenerie irgendwie reist oder irgendwie sowas, oder? Also da wäre doch was drin gewesen. Okay. Ja, ist Waldo. Okay. Also diese Dinger kann man einsammeln. Aber ich glaube auch, die scheinen ja auch immer am selben Punkt zu sein. Naja, ich habe ihn schon gesehen. Also so unauf... also in diesen Büchern, wenn man da mal so Bilder gesehen hat, die sehen ja wirklich so aus, dass der wirklich sehr, sehr gut versteckt ist. Ne? Das sind ja wirklich wahre Wimmelbilder. Aber den zu finden ist ja relativ eindeutig. Muss man hier noch diese kleinen Goodies finden. Und den Hund dann halt um... ich weiß nicht. Da ist der Köter wieder. Das haben wir wieder wahrscheinlich... Ey, Leute, da hättet ihr wenigstens das etwas anpassen können.
Also wirklich so thematisch hier mit dieser Mönchswelt oder was das jetzt darstellen sollte, dass er da durchfliegt und nicht hier. Vor allen Dingen sogar die Knochen sind exakt gleich positioniert. Also das hätte man sich wirklich sparen können. Aber echt jetzt. So, wo ist jetzt die blöde Schriftrolle? Boah. Vor allen Dingen so viele scheinen das jetzt. Ach, da ist sie. Ich will noch kurz die Uhr einsammeln. So viele unterschiedliche Welten und sowas scheint es ja eh nicht zu geben. Das heißt, das Spiel hat man wahrscheinlich, wenn man einigermaßen weiß, was man tut, innerhalb von 10 Minuten durch. Okay, diese, wo hat Waldo Socken im Schuh drin, ist natürlich was anderes, aber... Hier, das sieht doch ein bisschen gruselig aus. Gucken, was das ist. Interessante Farbpalette haben sie da genommen. Sehr interessant. Aber immerhin ist die Musik mal etwas anders. Da frage ich aber auch, was für Drogen haben die Entwickler genommen. Hier, jetzt haben wir wieder einen Hund und wahrscheinlich exakt dasselbe Spiel. Immerhin bellt dabei jedem Knochen schön, ne? Also, immerhin das. Boah. Dafür habe ich mir die Pandamütze aufgezogen. Boah, jetzt macht es irgendwie Sinn. Man hatte irgendwie Punkte und ja, gut gemacht. Mach weiter. Nächstes Level. Das genauso langweilig ist. Und du exakt dasselbe machen musst. Keine Variation irgendwie im Gameplay. Ach, ich verstehe es, warum es schlechte Bewertung hat. Echt. Wirklich. Ich mache jetzt auch nur das Level hier fertig, weil ich habe keinen Bock mehr. Ich glaube, da habe ich mich jetzt echt schon lang genug mit rumgequält. Ohne Witz. Oh, ey, hier. Seht euch doch das mal an. Sucht man wirklich Waldo in diesem Spiel, was so heißt? Die große Suche nach Waldo? Ey, offensichtlicher geht's doch gar nicht. Ich weiß nicht, ob wirklich irgendwie Kleinkinder denn als Zielgruppe waren, aber dafür sind die Teile wirklich sehr fisselig und klein. Also, das Einzige, wo man ein bisschen näher... Ach, wo hier? Ich wollte gerade sagen, näher gucken muss, ist die Schriftrolle, aber jetzt liegt sie da ganz offensichtlich. Nee, Leute. Es hat zu Recht eine schlechte Bewertung. Also, ich weiß nicht. Das hätte man... Ich weiß nicht. Nee, die haben sich da auch keine Mühe gegeben. Das hat nichts von einem Wimmelbild. Nee. Also, gut, dass es nicht nach Europa gekommen ist. Sondern nur in den USA erschienen ist. Gut, gut. Da haben wir mal einmal immer ein Glück gehabt, ne? Also... Denn vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschö.